Frauen. Frauen. Frauen und Kinder zuerst. Und Amerikaner. Angeblich konnten sich aber der Titanic im Schnitt mehr Amerikaner retten als Briten. Der Amerikaner, er saß schon im Rettungsboot. Da hat der Brite noch mit seinem feinsinnigen Humor beim Barkeeper sich beschwert, dass er gar nicht so viel Eis zu seinem Gin Tonic bestellt hat. Der Amerikaner hingegen, er ist Individualist. Er hat ein entspanntes Verhältnis zur Gewalt, der Amerikaner. Und er pocht auf seine Bürgerrechte. Nur in Amerika hat jeder Einwohner ein verfassungsmäßiges Recht darauf, von seinem Nachbarn erschossen zu werden. Die Heimat der Einzelgänger. In Amerika gilt ja der in der Schule als asozial, der versucht abzuschreiben. In Deutschland gilt der als asozial, der nicht von sich abschreiben lässt. Der Deutsche erlebt die Gemeinschaft und deswegen tötet der Deutsche auch am liebsten im Kollektiv. Während in Amerika, dem Land der Individualisten, der Amoklauf die beliebteste Art ist, um auf seine Mitmenschen zuzugehen. Auch die amerikanische Armee besteht ja im Grunde nur aus einem Haufen von Amokläufern. Das hat inzwischen auch die amerikanische Regierung verstanden und geht verstärkt dazu über, ihre Feinde per Drohnen aus der Luft töten zu lassen. Natürlich ist der Einsatz von Drohnen die feigste Art des Kampfes, weil man dem Gegner nicht mal mehr einen Hinterhalt zubilligt, aber seien wir nicht zu streng. Die Amerikaner, sie waren immer lausige Soldaten. Der einzige wichtige Krieg, den die Amerikaner je gewonnen haben, das war ihr eigener Bürgerkrieg und den auch nur zur Hälfte. Was der Amerikaner aber richtig gut kann, das ist das Duell. Vor allem, wenn der Gegner unbewaffnet ist, dunkle Hautfarbe hat und die falsche Kleidung trägt. Wenn Osama bin Laden einen Kapuzenpulli getragen hätte, dann wäre er schon vor Jahren von einer Bürgerwehr aus Florida gelyncht worden. Für den Amerikaner ist die schnellste Verbindung zwischen zwei Punkten die Flugbahn einer Kugel. Und so hat die National Rifle Association inzwischen die Gesetzgebung übernommen. Diese NRA, die Vereinigung von Schusswaffenbesitzern, sie haben sich jetzt einen neuen Präsidentschaftskandidaten ausgesucht. Aus einer Reihe von Republikanern, gegen die selbst ein einarmiges, rassistisches Opossum einen brauchbaren Kandidaten abgegeben hätte. Die NRA, sie hat in 25 Bundesstaaten ein Gesetz durchgedrückt, das heißt Stand Your Ground. Und es bedeutet, dass jeder Amerikaner, der sich in der Öffentlichkeit bedroht fühlt, ob vom schwarzen Mann oder von einem 14-Jährigen, der nach dem Weg fragt, von der Schusswaffe Gebrauch machen darf. Und es hat dazu geführt, dass allein in Florida die Zahl von Todesopfern durch solche Notwehrakte sich in den letzten Jahren verdreifacht hat. Der Amerikaner spricht hierbei von vertretbaren Tötungen durch Zivilisten. Obacht, was er in Afghanistan macht, sind vertretbare Tötungen an Zivilisten. Und wenn wieder mal ein amerikanischer Soldat Amok läuft, dann stellt sich hinterher die Frage, ob der Hirnschaden die Folge des posttraumatischen Stresses durch den Dienst in der Armee ist oder ob der Hirnschaden nicht die notwendige Voraussetzung für den Dienst in der Armee ist. Ein amerikanischer Soldat, Bradley Manning, konnte ja das, was er im Irak erlebt hat, nicht mehr ertragen und hat dann sein Wissen über die Gräuel der US-Armee auf WikiLeaks bekannt gemacht, als sogenannter Whistleblower. Und dafür bekommt er dann wahrscheinlich bald lebenslänglich, wo er doch den scheiß Friedensnobelpreis bekommen müsste. Ein 24-jähriger armer Hund, der die Welt über Kriegsverbrechen aufklären wollte und der doch nur Bob Dylan missverstanden hat. Denn der hat ja nicht gesungen, "The answer, my friend, is whistleblowing in the wind." Angeklagt wird er von einem Staat, dessen oberster Repräsentant Barack Obama den Friedensnobelpreis schon hat. Trotz Guantanamo, trotz Afghanistan. Der Friedensnobelpreis für Barack Obama, er macht einen Witz des amerikanischen Komikers Stephen Wright endgültig wahr, der mal gesagt hat, für einen Friedensnobelpreis würde ich töten.